Leute, kennt ihr schon meine neue Pflanze? Ich habe sie Petunia genannt. Expecto Patronum! Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie lange ihr denkt, die Pflanze lebt. Gestern oder so kam eine Freundin vorbei und hat gesagt, das ist eine komplett schreckliche Erde, die du da genommen hast. Darum geht es aber heute nicht. Ich habe hier ein wunderschönes Elbenwald-Paket. Ja, habe ich nicht zugeschickt bekommen, deswegen keine Werbung. Ich habe es mir selber gekauft. Und ja, da drinnen, ihr habt es bestimmt schon im Titel gesehen, da sollte sich der Zeitumkehrer von Hermine befinden. Wir müssen das Ganze jetzt noch irgendwie aufbekommen. Und ja, daran werden wir jetzt uns begeben. So, ja, ich denke, das hier ist es. Passt doch perfekt, oder? Oho, hier, Werbung für das Elbenwald-Festival. Ich war schon viel mal auf dem Elbenwald-Festival, ich brauche diese Werbung nicht. Ich bin übrigens auch dieses Jahr da. Also, falls ihr Bock habt, kommt gerne vorbei, dann können wir uns sehen. Und was haben wir denn hier? Oho, oho. Wow, 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 wow. Der Time-Turner. Wie cool. Ja, den werde ich jetzt direkt aufmachen. Irgendwie grob brutal aufbekommen, werden wir ja schon schaffen. Jetzt haben wir hier eine wunderschöne weiße Box. Und da, Product inspiriert von Harry Potter. Inspiriert. So. So. Was haben wir denn hier? Okay, das ist sogar auch nochmal eingewickelt. Und da haben wir ihn. Zeitumkehrer. Dann hängen wir uns den mal um. Und da habe ich ihn. Den Zeitumkehrer von Hermine. Eins, zwei, drei Umdrehungen sollten genügen. Was aber auch noch da drin ist, ist eine Vitrine. Wo man es dann wahrscheinlich reinhängen kann. So. Hier nämlich. Und wenn ich mich nicht täusche, was ich aber meistens tue. Ja, ist das hier der Deckel. Wie macht man den dann da rein? Ah ja, schau mal. Da sind hier so zwei Haken. Da könnte man es dann da reinhängen. Okay. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich behalte den um. Was ganz interessant ist. Anti-Mole-Chip. Do not eat. Also. Wieso sollte ich den essen? Ich habe jetzt den Zeitumkehrer von Hermine. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und auch dreckig von diesem komischen Polyester-weißen Zeug da. Ich werde jetzt in Zukunft häufiger Videos machen, wenn ich mir Sachen von Harry Potter kaufe und euch da auf dem Laufenden halten. Ich könnte gerne mal reinschreiben, was ihr alles so an Harry Potter Merch habt. Oder Star Wars Merch, Life is Strange Merch, was weiß ich, es noch für Merchandise-Sachen gibt. Und ich bedanke mich für die Einschaltquoten auch heute wieder bei diesem Video. Wir sehen uns dann morgen zu einem Short, Dienstag zu der Rumtreiber-Fanfiction und ihr kennt ja den Upload-Plan. Ansonsten einfach auf meinen Instagram-Kanal raufklicken. Da ist mein Uploadplan aktuell auch angepinnt. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.